Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Pet Simulator X. Und ja, es ist wieder Zeit für so ein Video. Hinter mir seht ihr, ich habe ja immer noch meine Dark Matter Ghoul Horses, aber meine Pets ließen sich in letzter Zeit dank Roblox Victor ein bisschen erweitern. Ich habe jetzt auch ein paar Galaxy Foxes. Davon ist einer Dark Matter. Und diesen Dark Matter Galaxy Fox hier mit 288 Milliarden, den möchte ich an euch wieder verlosen. Solange ich ihn nicht verlose, kann er hier für mich farmen. Das ist ganz gut, wenn er farmt. Weil dann kriege ich Coins und Gems. Weil gerade ist ja auch Triple Gems Event, falls ihr es noch nicht mitbekommen haben solltet. Für diejenigen, die meine Verlosung schon kennen, die wissen ganz genau, wie es läuft. Um an der Verlosung teilzunehmen, muss man meinem Discord-Server joinen, muss dann einmal auf eine Nachricht reagieren. Und sobald das Gewinnspiel abgelaufen ist, wird der Teilnehmer einmal markiert. Wir fügen ihn zum Ticket hinzu und er kriegt dann sein Pet geschenkt. Apropos Pet geschenkt, ich will einmal hier in die Maschine reingucken, weil, ja, die stehen alle noch auf 12 Stunden. Okay, aber in 12 Stunden, ich nehme das gerade mit in der Nacht auf, in 12 Stunden bin ich das nächste Mal da, dann kann ich hier wieder neue Pets reinpacken. Weil die restlichen Galaxy Foxes hier, die möchte ich auch noch Dark Matter machen. Kann doch nicht sein, dass ich hier nur 100 Millionen Galaxy Foxes habe. Und den Goldenen, woher habe ich den Goldenen? Den hat mir Victor wahrscheinlich auch gegeben und ich habe es nicht mitbekommen. Naja, aber zeigen wir euch mal, wie die Verlosung an sich so läuft. Ich gehe dafür einmal hier aus dem Spiel raus und wir sind in Roblox drin. Aber wir müssen nicht nach Roblox, wir müssen zu Discord gehen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu unserem Discord-Server. Und das allererste, was ihr seht, ist das hier. Ihr seht den Discord-Server. Das hier oben seht ihr nicht. Ich betrachte ihn jetzt mal nur mit der Rolle neu. Ihr habt die Rolle neu. Seht ihr die Regeln. Und um mehr Channel sehen zu können, müsst ihr hier erstmal unten bei Regeln auf Regel gelesen klicken. Dann kriegt ihr die Rolle User vom Bot zugeordnet. Die gebe ich mir hier mal. Bam. Wenn ihr die Rolle User habt, dann seht ihr diese Channel. Wenn ihr dann auch noch die Support-Section haben wollt, die braucht ihr übrigens, um am Ende zum Ticket hinzugefügt werden zu können, müsst ihr auch noch hier unten auf Regeln akzeptiert klicken. Wenn ihr auf Regeln akzeptiert klickt, dann wird euch die Rolle neu weggenommen. Bam. Und auf einmal sieht man hier auch die Support-Section. Hier könnt ihr halt Tickets erstellen. Ach, hier gibt es jetzt auch diesen Knopf und die Reaktion. Schön, dass der Bot umgeswitcht hat auf Knöpfe. Dann gibt es nicht mehr ganz so viele Probleme damit. Hoffe ich zumindest. Die letzten Gewinnspiele war es immer so, dass ich in die Lobby hier irgendein Cheeseburger, Hamburger, Chickenburger, alles klar. Dass ich hier in die Lobby immer die Verlosung reingepostet habe und manche Leute haben die nicht gefunden und haben gesagt, wo ist denn das? Und ich habe immer gesagt, ihr müsst einfach hier oben auf die angepinnten Nachrichten gehen und da findet ihr dann das Gewinnspiel. Hier ist das letzte Gewinnspiel von Roblox Victor mit 20 Gewinnern, die alle dann Ghoul Horses und Grim Reaper und was nicht alles bekommen haben. Diesmal werde ich es anders machen. Ich erstelle nämlich einen weiteren Channel. Extra nur für die Verlosung. Das war ein Vorschlag von einem anderen User. Und das werden wir jetzt auch machen. Der Channel wird dann aber auch nur während Verlosung laufen sichtbar sein. Weil sonst braucht man den Channel auch nicht. Und ich stelle den Channel jetzt einfach mal auf sichtbar für alle User. Tadam. So, und jetzt seht ihr hier den Channel Verlosung. Im Channel Verlosung gibt es dann nur die Nachricht Giveaway. Weil hier kann hoffentlich niemand reinschreiben. Um an der Verlosung teilzunehmen, klickt ihr hier unten einmal auf dieses Symbol. Klick. Schon nehmt ihr an der Verlosung teil. In 4 Tagen zu dem Zeitpunkt, an dem ich es aufnehme, um genau zu sein, am 24. November 2021 um 16.47 Uhr, wird die Verlosung aufgelöst. Dann wird der Bot hier eine weitere Nachricht reinschreiben mit, der Gewinner ist so und so. Herzlichen Glückwunsch. Wir werden den Gewinner dann zu einem Ticket hinzufügen hier in der Support-Section. Und dann kriegt er sein Dark Matter Galaxy Fox. Dafür gehe ich jetzt mal wieder in Pet Simulator rein. Ja, kurz nochmal. So, wir sind auf einem vollen Server. Das heißt, mir kann hier niemand nachjoinen. Mitten in der Nacht joinen mir sowieso niemand nach. Ich habe jetzt auch wieder ein paar Tech-Coins gesammelt. Und ich möchte jetzt noch ein paar Eggs öffnen. Vielleicht ziehe ich ja nochmal so einen Fox. Und ich wurde dafür kritisiert, dass ich die goldenen Eggs geöffnet habe. Aber wisst ihr was? Ich öffne weiter die goldenen Eggs. Weil dann ist die Chance... Nee, ich öffne die goldenen Eggs nicht. Weil ich habe... Das war auch nur ein Scherz. Weil ich habe ja den Magic Eggs Game Pass. Und wenn ich den Magic Eggs Game Pass habe, habe ich auch die Chance, goldene und auch Rainbow Pets zu ziehen. Und dementsprechend macht es mehr Sinn, tatsächlich die normalen Eggs zu öffnen. Weil... Oh, jetzt habe ich zweimal gedrückt. Naja, egal. Man hat ja sowieso irgendwie unendlich von diesen Boosts. So, ich platziere mich aber so, dass ich einfach nur noch klicken muss. Blue Fluffies habe ich hier. Müssen wir so machen, ne? So. Please? So. So kriege ich es hin. So muss ich meine Maus nicht bewegen. Und kann einfach mit Autoklicker. Ich muss den Autoklicker starten, Leute. Ich muss den Autoklicker starten. Wo ist er? Gib mir einen Augenblick. Ah. So, jetzt ist der Autoklicker gestartet. Los geht's. Gut. Ah, und jetzt kann man einfach durchlaufen lassen. Und ihr seht, wie der Knopf vibriert, weil der Autoklicker so schnell klickt. Der war noch eingestellt für die Klicker-Simulatoren, die ich bei Roblox Victor im Livestream gespielt habe. Die haben auch. Die waren ganz lustig, aber größtenteils waren das alles Reinfälle. Das neue Spiel von Russo Talks. Hat richtig schön angefangen. Die haben sich beim Design richtig viel Mühe gegeben. Und die Pets sind alle schön gemodelt. Und eigentlich, ja, viel Mühe gegeben. Aber im Großen und Ganzen ist es ein schlechtes Spiel. Weil es halt, die wichtigen Spielmechaniken sind nicht gebalanced. Das ist anders bei Pet Simulator. Hier bei Pet Simulator ist, da wird halt von
Preston schon dafür gesorgt, dass der Grind Sinn macht. Dass man halt viel farmen muss, aber auch viel Belohnung kriegen kann. Und schon fährt mir jemand vor die Linse. Aber egal. Solange er dort steht, ich sehe ihn nicht. Ich sehe nur seinen Rainbow Ghoul Horse. Ziemlich peinlich, mit einem Rainbow Ghoul Horse herumzulaufen, findet ihr nicht? Naja, ich lasse das jetzt mal durchlaufen. Ich hoffe, ich ziehe noch ein Mythical. Das wäre echt ziemlich schön. Und ich hoffe einfach mal, dass bis die Verlosung dann aufgelöst wird... Jetzt habe ich einen Rainbow Fluffy gezogen. Schön. Dass bis die Verlosung aufgelöst wird, dass ich dann noch ein paar weitere Mythical Pets gezogen haben werde. Und ich vielleicht zum Zeitpunkt der Verlosung noch ein paar extra Pets verschenken kann, nochmal obendrauf. Aber ich will mich halt nicht übernehmen, weil ich nicht weiß, wie viel ich davon haben werde. Deswegen verlose ich erstmal den einen Dark Matter Galaxy Fox. Das sollte auch erstmal reichen. So viele Leute nehmen an meinen Verlosungen sowieso nicht teil. Die Chance zu gewinnen ist immer noch sehr hoch. Aber man zieht halt echt wirklich wenig. Ich habe beide... Ja, ich habe beide Luck Booster drin. Ich habe Luck Forever und ich habe Mythical Hunter. Und ich habe immer noch keinen gezogen. Und... Ja, das Ei an sich ist halt wirklich eine Enttäuschung, weil es gibt halt keine... Es gibt keine Legendary Pets in dem Ei drin. Oh, 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 jetzt habe ich was! Jetzt habe ich was! Galaxy Fox! Ja, Mann! Ich wollte es gerade sagen, und weil keine Legendaries drin sind, hat man halt so selten Momente, wo man sich denkt, ja, weil die Epic Pets sind nicht wirklich geil. Und wisst ihr was, ich stelle jetzt einfach mal Auto-Delete für Basic und Rare ein. Weil ganz im Ernst, die Pets brauche ich nicht. Nicht mal zum Fusen brauche ich die. Die können einfach weg. Die Epic Pets kann ich noch zum Fusen nehmen. Jetzt ziehe ich nur noch die Basics. Jetzt ziehe ich nur noch Basic Pets. Hier, Epic, Red Fluffy, die kann ich noch zum Fusen benutzen. Aber die restlichen Pets, die machen einfach nur mein Inventar voll. Und ich will nicht, dass mein Inventar voll wird. Ich möchte einfach die Eier hier öffnen. Und zwar so viele, wie es geht. In der Hoffnung, dass ich vielleicht... Vielleicht schaffe ich es ja, einen Rainbow Galaxy Fox zu ziehen. Das wäre echt cool. Jetzt ziehe ich nur noch Basics. Okay, gut, gut, gut. Wieder ein Blue Fluffy. Und ich hätte immer noch gerne die Einstellung. Das hat Victor schon vor... Wochen, wenn nicht sogar schon vor über einem Monat gefordert. Auto-Delete an für Basic, Rare und so. Aber wenn man dann mal ein goldenes Basic-Pad oder ein goldenes Rare-Pad zieht, dann soll das excluded werden. Oder meinetwegen, wenn man Rainbow-Pad zieht, dann will man das trotzdem behalten. Weil die sind es mir dann doch wiederum wert. Das wäre echt cool, wenn Preston da noch eine Option hinzufügt. Aber ich verstehe es, dann ist das GOI irgendwann ziemlich voll. Jetzt habe ich einen Rainbow Jelly Alien gezogen und die Rainbow Jelly Aliens, die habe ich ja heute im Livestream, also wenn ihr das Video seht, gestern im Livestream, die ganze Zeit verschenkt. Das sind schöne Pets, um sie zu verschenken, aber die normalen Aliens, gar keinen Bock. Also wirklich gar keinen Bock. Aber wir gucken mal, was wird als erstes passieren? Wird als erstes mein Inventar voll sein oder wird... Ja, mein Inventar wird nicht voll gehen, weil ich ziehe die ganze Zeit diese Basic Pets und ab und zu mal die Epic Pets. Mein Inventar geht nicht voll, wenn ich jetzt Auto-Delete anhabe. Vorher geht mein Geld alle. Aber ich merke schon, ich habe ziemlich viel Geld jetzt, ne? Es dauert zumindest länger, als ich es gewohnt bin. Vielleicht gehe ich einmal rüber... Einmal ist kein Mal. Komm, einmal ist kein Mal. Es bringt mir nichts, hier rüber zu gehen. Das sorgt nur dafür, dass mein Geld schneller alle ist, aber ich ziehe halt nicht wirklich bessere Pets. Okay, ich lasse das jetzt einfach durchlaufen. Ich sage auch gar nichts mehr. Und ihr kriegt einfach nur noch Cuts von den Highlights, wenn ich was sage. Ich halte jetzt meine Klappe. Endlich! Ihr wisst nicht, wie lange ich gerade gewartet habe. All die Days. Okay, jetzt wieder Klappe halten für 30 Stunden, bis ich endlich wieder den Galaxy Fox ziehe. 300.000 Stunden später. So, jetzt habe ich lang genug meine Klappe gehalten. Ihr habt wahrscheinlich keine Ahnung, wie lange das jetzt gedauert hat. Aber ich habe ewig gewartet, habe eben TikTok 30 Mal durchgescrollt. Und, naja, ihr seht, wie wenig Galaxy Foxes ich ziehe. Aber ich habe tatsächlich immer noch ziemlich viele Coins.
Naja, und wenn ich schon keine Pets ziehen kann, dann kann ich wenigstens mit euch über die Verlosung sprechen. Die Verlosung findet nämlich auf dem Discord-Server statt. Und warum lasse ich die Verlosung immer auf dem Discord-Server stattfinden? Ich kenne halt keine andere Methode, die besser ist. Wie soll ich denn... Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ihr müsst alle einen Kommentar schreiben, dann ist das wahrscheinlich richtig gut für den Algorithmus und mein Video wird geboostet. Aber dann lasse ich halt irgendeinen Bot über die Kommentare laufen, der dann euch raussuchen soll und Duplikate entfernen soll. Und am Ende muss ich dann Rewall machen, weil irgendein Kommentar sagt, eigentlich gar nicht teilnehmen wollte. Und wenn ich dann stattdessen sage, okay, ihr müsst alle kommentieren mit Hashtag Gewinnspiel oder so, dann wissen manche Leute nicht, dass sie das tun sollen, weil sie das Video nicht bis zu der Stelle geguckt haben. Oder sie wissen nicht, wie man den Hashtag schreibt, obwohl es überall steht. Und deswegen, das mit dem Discord-Server ist mir einfach am liebsten. Da kann jeder teilnehmen, der einen Discord-Account hat. Discord ist kostenlos, ist eigentlich kein Problem, sich einen Account zu erstellen. Keine großen Voraussetzungen und die Chance ist für jeden fair gleich aufgeteilt. So finde ich es an sich ganz gut. Abgesehen davon holen wir so ein paar mehr User auf unseren Discord-Server. Die meisten kommen natürlich nur fürs Gewinnspiel und gehen danach wieder. Aber ein paar Leute bleiben vielleicht. Und ich freue mich über jeden aktiven Member auf dem Discord-Server. Vor allem Leute, die den Sprachchannel nutzen. Weil in den Sprachchanneln ist meiner Meinung nach viel zu wenig los. Ich würde gerne jeden Tag mal ein paar neue Leute kennenlernen. Momentan ist es so, ich lerne pro Woche vielleicht so ein, zwei neue Leute kennen. Und ich möchte einfach, dass der Discord-Server größer wird, weil ich mir wieder neue Kontakte knüpfen möchte. Früher bin ich immer auf andere große Discord-Server gegangen, um dort Kontakte zu knüpfen, aber irgendwie ist das nicht mehr so die Sache. Auf den anderen Servern finde ich auch immer nur noch die gleichen Leute und deswegen möchte ich jetzt einfach mal, dass ihr auf meinen Server kommt und dort mit mir redet. Aber okay, ich ziehe nichts mehr. Wenn ich nichts mehr ziehe, dann habe ich auch keine Lust mehr. So, mir wurden eine Menge Nachrichten geschrieben. Omgi, bist du der Echte? Hat King geschrieben. Ich glaube, ich kann King ja mal ein Pet schenken. Kann man ja mal machen. Komm, du kannst dir so einen Dark Matter Grim Reaper haben. Kein Problem. Gönn dir einfach, Bruder. Geh jetzt off, Alter. Kein Bock mehr. Oh, da hat wohl jemand gewartet und dann bemerkt, dass es lange dauert, weil ich die ganze Zeit einfach eher geöffnet habe. Gut, sonst hat noch jemand geschrieben. Da ist noch jemand offline gegangen. King hat was bekommen. So, Lukas Nachricht kann ich gar nicht sehen, weil ich die ganze Zeit Eier geöffnet habe. Aber du kannst meinetwegen auch noch ein Pet bekommen. Kostet ja nichts. Sind ja nur ein paar Dark Matter Grim Reaper. Kann man immer mal machen, ne? Und Gene möchte eine Huge Pumpkin Cat. Eine Huge Pumpkin Cat kann ich ihm nicht bieten, aber keine Ahnung. Vielleicht ist er ja zufrieden, wenn ich ihm einfach... Wo haben wir ihn denn überhaupt? Ach, hat er den Server schon verlassen? Gut. Wenn er den Server verlassen hat, ich gucke einmal nach, wie viel Stärke habe ich denn jetzt? Jetzt habe ich 3,5 Trillionen. Reicht immer noch lange nicht, um auf das Leaderboard zu kommen. Dafür brauche ich 22 Trillionen. Hui. Na gut, die 22 Trillionen, die werde ich wahrscheinlich so schnell nicht zusammenbekommen. Aber was ich versuche, ist wieder ein paar Diamonds zu farmen, weil jetzt haben wir ja Triple Diamonds Event, sagen wir mal, weil Preston das richtige Update erst zum nächsten Wochenende raushaut. Und mit den Triple Diamonds können wir uns dann schon mal vorbereiten aufs nächste Update, weil beim nächsten Update gibt es dann neue Pets und die neuen Pets kann man sich wie am schnellsten holen über den Merchant, wenn man zumindest sehr viele Gems hat. Und die Gems muss ich jetzt wieder zusammenkriegen, weil ich habe heute im Stream knapp 200 Millionen Gems ausgegeben. Übrigens, am schnellsten Gems, also ich habe die jetzt wieder bei der Grand Heaven Chest gefarmt. Ich muss aber nochmal Roblox Victor fragen, weil Roblox Victor meinte irgendwann zu mir, dass es auch Sinn macht, an den Kisten zu farmen. Ich muss ihn mal fragen, was jetzt ist. Der macht ja regelmäßig seine Experimente und der weiß das immer sehr genau. Dann haben wir dich noch. Haben wir dich schon? Ach, keine Ahnung, komm. Dich haben wir auch noch. Lol, bin random gejoint und dann ist Conny drin. Alles klar, wenn du random joinst, also wenn ich auf einen Server joine, dann gucke ich nicht erstmal, wer alles drin ist. Und bei hier in der Liste würde ich nicht an Owner erkennen, dass das Conny ist. Du bist mir safe nachgejoint, Bro. Aber meinetwegen, kannst du gerne noch ein Pet haben. Ich würde auf jeden Fall sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Kommt auch unbedingt auf unseren Discord-Server. Redet auch da mal mit den Leuten. Und wenn die Leute nicht mit euch reden wollen, dann geht in einen anderen Channel, redet mit irgendwelchen anderen Leuten. Abonniert meinen Kanal, das war's und ciao!